Damit wird nicht nur er in Gefahr gebracht, sondern auch seine kleinen Kinder. Aber scheißegal, Hauptsache Cash gemacht, ne? Neulich standen auch Stalker von der Bild vor dem Grundstück von Sido. Haben auf das Grundstück gefilmt, haben das Haus gefilmt, haben die umliegenden Häuser gefilmt und all das dann auch unzensiert veröffentlicht. Auch hier dasselbe Prinzip. Menschen, die Sido oder seiner Familie schaden wollen durch Belästigung oder durch Angriffe, die können das dank Journalistinnen und Journalisten besser tun. Dankeschön dafür. Übrigens besonders ekelhaft, der Chef von der Bild möchte nicht, dass man öffentlich über sein Gehalt spricht, weil alleine das seiner Meinung nach seine Familie in Gefahr bringt. Also das Bewusstsein für solche Angriffe ist auch da völlig vorhanden. Und der Drang, Unschuldige zu schützen, auch. Aber eben nur, wenn es um die eigene Familie geht. Und bei anderen tut man dann genau das, was man als Gefahr für deren Familie ansieht. Es gibt nach der Argumentation also zwei Klassen von Menschen. Einmal die Familien von reichen Redakteuren, die sind schützenswert. Und halt alle anderen Familien, also zum Beispiel eure. Da ist die Sicherheit nicht so wichtig, jedenfalls nicht, solange man damit Cash machen und noch reicher werden kann. Diese Denkweise, also diese Einteilung in zwei Klassen von Menschen, die man unterschiedlich behandeln sollte, ist so hochgradig ekelhaft und menschenfeindlich, dass mir persönlich ein bisschen schlecht wird. Und dieser Missbrauch von Macht, jetzt ganz egal ob bei Doxing oder Opferschutz oder diversen anderen Grenzüberschreitungen, kann letztlich jeden treffen. Ich bekomme sogar regelmäßig Nachrichten wie diese hier, in denen mich Menschen um Hilfe bitten, weil sie zum Beispiel als Angehörige von einem Unfallopfer unter den Lügen und abgefuckten Moves von Journalistinnen und Journalisten des Axel Springer Verlags leiden, aber völlig machtlos diesem milliardenschweren Konzern gegenüberstehen. Und das Problem ist, dass jeder Mensch, der sowas irgendwie mal mitbekommt, egal ob im eigenen Umfeld oder auf Social Media, das abspeichert, ganz, ganz tief abspeichert. Es wird abgespeichert, dass etablierte Journalisten ihre Macht missbraucht haben und Menschen geschadet haben. Und es ist absolut nachvollziehbar und logisch plausibel, wenn Leute dann sagen, ey, ich habe keinen Respekt vor diesen Pressevertretern, ich will gar nichts mit denen am Hut haben, ich will nicht, dass die in meinem Leben irgendwie stattfinden. Dagegen kann ich nichts entgegnen. Und ja, aber du denkst, das ist aber nicht die Presse und die anderen, sondern das ist der Teil der Presse, die eben mit dem gleichen wirtschaftlichen Interesse stecken oder im ewigen wirtschaftlichen Interesse unter einer Decke stecken, wie so der Gros der Wutbürger-Verschwörungstheoretiker, die damit also praktisch auch selbst Geld machen, weil es halt YouTube gibt. Also das ist ein, ja. Das ist schade. Wenn eine Instanz keine moralische Integrität besitzt, dann ist ein gewisses Maß von Verachtung deren Verhalten gegenüber absolut konstruktiv. Denn es schafft einen Anreiz, dass sie sich bessern. Deswegen gerne misstraut diesen Journalisten und verachtet weiter deren Verhalten. Aber bitte übertragt dieses Urteil nicht auf die seriöse Zeitung. Ich meine im Ernst, wie oft habt ihr solche Stories schon mitbekommen von, weiß nicht, der Süddeutschen oder den Spiegel oder der Taz oder den Tagesspiegel oder der Zeit? Schmeißt die bitte nicht alle in denselben Topf. Ja, wie gesagt, was den stört, ist da nicht, der stört auch den nicht, was die anderen sind oder die anderen nicht. Also wenn die dann so sagen, was mit Gutmensch und sonstiges, da meinen die doch eher die Verarbeitung von diesen Sachen, die unangemessene Verarbeitung auf den anderen Ebenen der Gesellschaft, also die Gesellschaft, die Ebene der Gesellschaft, die dafür das ermöglicht, also das sind ja meistens Juristen, die auch im Großteil in der Politik sitzen, die das ermöglichen, dass die Bild-Zeitung so wirkt, wie sie wirkt. Die Politik ermöglicht diesen Leuten ja, diesen Juristen ja auch, dass die dann auch sehr viele Fälle kriegen. Das heißt, wenn du das allererste, was du machst, wenn du unter der Bild leidest, ist, du gehst zum Jurist und der ist derjenige, der beides hat. Der hat die Connection in der Politik, die das ihnen ermöglichen, dass er möglichst viele Fälle kriegt. Und dann ist natürlich von der Politik dann auch kein Interesse, das der Bild-Zeitung so teuer zu machen, dass es sich weniger lohnt. Weil es lohnt sich ja trotzdem. Und was auf der Strecke kommt, bleibt, ist halt die Würde des Menschen.
die ja schon bei der Wiedervereinigung massiv verletzt worden ist, ja, die Würde des Menschen. Und das ist nicht der, also das ist ja nicht jedermanns Sache, so zu argumentieren. Also wir können, ich sage mal ein Beispiel. Früher hat man Autos beworben, indem man gesagt hat, Kofferraum ist groß, Beinfreiheit, Wendekreis, PS. Heute stecken die, ich weiß gar nicht, was für eine Werbung ist, tun sie einen Beef-Eater, also von so einem Kerl, wo der immer so ganz streng guckt. Ich glaube, der ist gerade, also den ich glaube, die sind können. Egal. Jedenfalls stecken die dann so ein Auto rein und dann soll er anfangen, nach einer Zeit zu anfangen zu lächeln. Ja? Weil er sich ja die ganze Zeit keine Miene betreibt, wenn er einen Job hat. Ja? Das heißt, selbst Produkte werden emotional verkauft und erreichen dadurch anscheinend einen höheren Wirkungsgrad. So, und das ist das Problem. Der Mensch entscheidet nach Sympathie. Also, und sympathisch kann natürlich auch einer sein, der dem das auf den Sack geht, genauso wie einem selber. Und wenn dann einer dann Mittel versucht, die bisher noch keiner versucht hat, könnte man jetzt meinen, wenn man der Sache nicht so tief dran hängt, dass das eine Chance ist, der Sache näher zu kommen, dagegen zu arbeiten. Also das ist so die Denke von diesen Leuten, die Verschwörung, Wut, Bürgertum etc. Unterstreichen oder gut finden oder was darunter erkennen wollen. Ja? Das ist halt äußerst fantasielastig und hat damit der Realität nichts zu tun. Andererseits, Rezo, so wie du bist, musst du dich wirklich nicht ändern. Bleib so, wie du bist. Aber das könnte dazu führen, dass das Aufschaukeln, zumindest der Teil von diesen Wutbürgern, die es tatsächlich ehrlich meinen und auch lieb sind und auch nichts gegen Ausländer haben in dem Sinne, also nicht so, dass die ein Aufschaukeleffekt mit solchen schönen Beiträgen wie dir und der Wissenschaft erreichen, sodass ich darin, also nicht das, was du alleine machst, sondern der Effekt miteinander, dass das tatsächlich zu was führen könnte, was mehr Chancen hat, wie diese 60 Jahre zuvor. Weil so wie es aussieht, hat die 60 Jahre zuvor nicht dazu geführt, dass das Grundgesetz mehr respektiert wird. Ich habe eher das Gefühl, das Grundgesetz hat eine Art Abbau an, also zumindest die ersten Kapitel, die wesentlichen Kapitel, haben einen Abbau von der, Realisierung bekommen. Also wir sehen das bei Hartz IV. Also wer hätte gedacht, dass jemand von der SPD schlimmer sein kann wie ein Helmut Kohl von der CDU. So. Aber, liebe seriöse Zeitung, auch ihr habt eine große Verantwortung in dieser Sache. Damit man nämlich weiß, dass eure Standards höher sind, solltet ihr vielleicht klarer machen, dass ihr euch von diesen Assi-Zeitungen distanziert. Ich meine, wir Leser können zum Beispiel ständig sehen, dass ihr auf deren Berichte seriös verweist. Das gibt uns erstmal das Gefühl, dass ihr sie als seriöse Kollegen anseht, dass ihr eine bestimmte Nähe fühlt, dass ihr grundsätzlich in denselben Topf gehört. Und wenn ihr dann auf dieser Basis zu solchen abgefuckten Moves einfach schweigt, dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn Leser nicht wissen, ob ihr das duldet, gut findet oder vielleicht selber so machen würdet. Differenzierung ist nicht nur in der Verantwortung der Rezipienten. Die machen das so. Sie sind Teil von dieser Gesellschaft. Die machen das halt genauso wie diese Verschwörungstheoretiker, Wutblöder das machen. Die machen das. Sie sind so. Sie waren einfach vorher schon so. Ja. Und das ist ein System, was funktioniert. Und das ist für die interessant. Ja, das ist genauso wie jemand, der sein Müll in den nächsten Bach stinkt, weil er denkt, ja, da fließt genug Wasser den Bach entlang. Das ist so viel Wasser, das wird doch fließen, wenn ich nicht mehr da bin. Dann ist das alles wieder weg.
Das ist die gleiche Denke. Das ist nicht der eine oder der andere, nicht der Journalismus gegen Verschwörungstheoretiker, Schrägstrich Wutbürger, sondern das sind die faktenorientierten Menschen gegen ideologisch-emotionalen Menschen. Also die faktisch-emotionalen Menschen, die ideologisch-emotionalen Menschen. Das ist eine andere, die Grenze liegt woanders. Kempten. Und solange ihr als seriöse Presse diese Linie nicht völlig klar macht, erzeugt ihr weiterhin unnötiges Misstrauen und Verunsicherung. Und damit spielt ihr dann letztlich den Hetzern und Verschwörungsleuten in die Hände. Also, auch da muss ich schon. So, ich bin nicht die Presse, nicht die seriöse Presse, aber ich vermute, dass die Bild-Zeitung untersagen kann, verschiedene Sachen zu zitieren oder was. Oder wenn die Bild-Zeitung irgendwas herausgefunden hat oder vielleicht die Bild-Zeitung die Rechte von Fußball bekommen, dass die anderen Medien dann damit unterdrückt werden können, wenn die zu kritisch gegenüber der Bild-Zeitung sind. Das heißt, es bräuchte einen Mut der seriösen Presse, denen sie sich nicht zutrauen und denken, dass sie eventuell verlieren. Aber auch die seriöse Presse gehört ja auch irgendjemandem. Also die haben ja auch Wirtschaftsführer. Und die kaufen diese seriöse Presse und werden die auch anhalten, irgendwas nicht zu kritisieren, was ihnen vermeintlich nützt. Also der Linke würde jetzt sagen, ja, das ist der Kapitalismus. So einfach ist das nicht, finde ich. Das ist wahrscheinlich, das ist systembedingt. Und deswegen haben diese Leute mit dem, was sie vielleicht meinen, mit Lügenpresse, das ist, das, was sie da sagen, mit Lügenpresse, ist mehr gelogen als wahr. Aber es hat diesen einen Punkt, der tatsächlich wahr ist. Und das können die natürlich bei jemandem anbringen, der meint, sag mal, das ist doch gelogen. Dann sagen sie, ja, Moment, guck mal, da und da, genau das, was du auch siehst. Und wir können ja nichts dagegen tun. Und nach deinem Video werden die mal sagen, ja, aber wieso schafft es auch nicht? Ja, weil er argumentiert ja auch faktenbezogen und wir sehen ja, das nützt ja nichts. Ja, das sehen wir schon bei der Werbung. Die sagen nicht mehr, der Kofferraum ist groß. Ja. Jedenfalls ist das zu kurz gedacht, aber wir gehen weiter. Strukturell was ändern, aber jetzt geht es erstmal weiter mit dem nächsten Part. Okay, wir sehen uns jetzt erstmal wieder eine Technik von Verschwörungsideologen an. Zum einen, um zu zeigen, wie wack die sind und dass sie keine Alternative zu seriösen Medien darstellen. Und zum anderen aber auch, weil wir danach sehen, dass diese Techniken teilweise auch in der Presse vorkommen. Das Hauptproblem von diesen Verschwörungsleuten ist ja, dass es ziemlich peinlich ist, wenn man ständig Sachen sagt, die sich danach halt ziemlich easy als Quatsch rausstellen. Und vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass die meisten davon nicht auf dem rhetorischen Level sind, um davon jetzt irgendwie mega geil ablenken zu können. Diese ganzen Schafe, die nun nachplappern. Nee, ja. Nee, Matt, Tagesschau sagt so, ich sag auch Tagesschau. Wie die Tagesschau sagt, nee. Ich sag mal so, da ist rhetorisch noch Luft nach oben. Und es wäre jetzt mega geil, wenn es irgendwie einen Trick gäbe, durch den man nicht zu seinen Behauptungen stehen muss, wenn die nachher widerlegt werden. Klar könnte man es jetzt wie Xavier Naidoo machen und Folgendes sagen. Wenn ich auf diesem Telegram-Kanal Dinge veröffentliche, dann heißt es noch lange nicht, dass ich das genauso glaube. Das ist natürlich nice. Ich behaupte einfach irgendwelche Sachen und wenn die dann später widerlegt werden, sage ich, ey, Leute, ich habe das zwar gesagt, aber insgeheim habe ich da selber nicht geglaubt. Aber sagen wir so, es ist jetzt nicht so schwer, diesen Move zu durchschauen. Es gibt aber zwei Tricks, die deutlich besser funktionieren.
Fragen stellen und Konjunktive benutzen. Also hätte, könnte, müsste und so. Das klingt dann zum Beispiel so. Was passiert da eigentlich wirklich? Ist das überhaupt noch echt? Sind wir demokratisch oder diktatorisch? Wie seht ihr das? Machen die gerade was, was irgendwie doch nicht das ist, was die uns sagen? Die Angst ist in unseren Köpfen und die Angst wird getriggert von außen. Das ist vielleicht möglicherweise, ist das vielleicht Absicht? Mama, können wir noch Joker kaufen? Wir haben Joker zu Hause. Joker zu Hause. Aber ihr merkt, was ich meine. Also dieses vielleicht, möglicherweise, vielleicht ist das so. Solange man nämlich sagt, es könnte so sein oder müsste so sein, aber nicht sagt, es ist so, ist man ja praktisch nicht angreifbar. Und Mensch, Fragen darf man doch noch stellen, oder? Der Vorteil von Fragen ist, dass niemand das entkräften kann, weil letztlich wurde ja keine Aussage gemacht. Aber trotzdem beeinflusst man damit natürlich die Zuschauer. Wenn ich zum Beispiel die Frage in den Raum stelle, ey Leute, ist Unge vielleicht nur nach Madeira geflogen, weil ihn da weniger Leute kennen und er deswegen unerkannt im Restaurant Fleisch essen kann? Dann habe ich nur eine Frage gestellt. Aber dieser mögliche Grund vom Umzug des Veganers Unge ist wenigstens kurz in euren Köpfen drin. Und wer weiß, vielleicht, möglicherweise, vielleicht ist da ja was dran. Und selbst wenn sich das danach als Bullshit rausstellt, kann ich immer noch zurückrudern und sagen, ey Leute, ich habe doch nur ein paar skeptische Fragen gestellt. Und natürlich ist nicht jede Frage automatisch manipulativ. Wie geht's dir, ist ja eine normale Frage. Oder was ist die Reproduktionszahl R? Ist eine sinnvolle Überschrift für einen Artikel, der genau das erklärt. Da wird keine spekulative Situation in deinen Kopf gepflanzt und einfach ein Fragezeichen dahinter gestellt. Aber ist das Grundgesetz tatsächlich in Gefahr? Tut genau das. Man nimmt eine spekulative Behauptung, fügt ein Fragezeichen dazu. Und sowas machen seriöse Zeitungen auch gar nicht so selten. Diese Masche ist im Journalismus übrigens so verbreitet, dass sie einen eigenen Namen hat und Forschungsgegenstand der Wissenschaft ist. Denn zum einen liest ja nicht jeder Mensch, der die Überschrift sieht, auf den ganzen Artikel. Und zum anderen lenkt die Überschrift schon unterbewusst das Verständnis vom Leser. Und ich glaube, ich nehme mich hier nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass das allen Zeitungen auch völlig bewusst ist. Denn dass sich solche Überschriften subtil auswirken, ist psychologisch gut erforscht und das auch schon seit längerer Zeit. Dieses Ich-stell-ja-nur-Fragen-Spiel kann man übrigens super gut kombinieren mit weiteren Spekulationen. Dieser Text von der Welt zur Corona-Pandemie hat nicht nur dieses Ja-ich-stell-ne-Frage-Titel, sondern ist auch komplett pur ausgedachte Spekulation über alles mögliche Schlimme, was passieren könnte. Aber das ist halt nicht von irgendeinem Fantasy-Autor, dann geschrieben als Kurzgeschichte im Kulturteil der Zeitung oder so, sondern vom Ressortleiter der Wirtschaft im Wirtschaftsteil. Diese pure Fantasy-Spekulation steht einfach zwischen ganz normalen Nachrichten und beeinflusst da die Leser. Sowas ist nicht cool und letztlich auch nur eine schöner geschriebene Form von einem. Das ist vielleicht möglicherweise, ist das vielleicht. Solche Spekulationen, egal ob in Frageform oder Konjunktivform, können halt als easy Trick benutzt werden, um irgendeine Behauptung in den Raum zu stellen, ohne dazu stehen zu müssen. Helene Fischer, man könnte sie nuttig nennen, hat bei der Welt keiner gemacht. Hat niemand gesagt, dass das so ist. Die Welt hat nur gesagt, dass man sie nuttig nennen könnte. Es gibt noch weitere sprachliche Tricks, mit denen Journalistinnen und Journalisten die Verantwortung für eine Behauptung von sich schieben können. Zum Beispiel sagt man einfach, dass das ja die anderen so sehen. So ein Journalist, der auch Herausgeber von Handelsblatt ist, schreibt zum Beispiel, die Bevölkerung denkt über Wirtschaftsminister Peter Altmaier wenig vorteilhaft. Außen rund und innen zu luftig. Ja? Es ist wirklich gut, dass du das so ansprichst, und Punkt für Punkt. Wobei, da kennst du auch, dass diese miese Presse eigentlich noch schlimmer ist wie unsere Spezies von der Verschwörungsgeschichtenseite. Die Verschwörungsgeschichtenseite, die hat einfach Angst, dass sie angezeigt wird. Ja? Die versucht einfach, sich da aus der Affäre zu ziehen. Ja? Und die verdienen natürlich auch dran. Aber sie. Für die ist es ein Hop oder Top. Also, ich weiß nicht, was mit Xavier Du ist, aber ich würde mal gerne seine Verkaufszahlen sehen. Aber ich meine, der hat ja schon ein paar Sachen gemacht. Der ist ja schon dann auf Germany Voice oder was auch immer gegangen. Hat er sich wahrscheinlich gefreut, dass er halt irgendwo hin darf und jetzt seine Verkaufszahlen nicht mehr so reinhauen. Vielleicht sieht er das Ende seiner Karriere. Gut, ich habe keine Ahnung, wie oft seine Schallplatten gekauft werden, aber wahrscheinlich kaufen jetzt auch noch mehr Leute seine Schallplatten, weil er halt auch mehr präsent ist in den Medien.
So, jedenfalls, und dieser Dingens-Typ soll ja auch irgendwie ein Rapper sein oder was auch immer. Ja, also mir ist er nicht bekannt, aber ich bin natürlich auch ein alter Sack. Ich meine, die Leute werden ja auch älter, die das gut gefallen haben. Und irgendwo mal ist er ein alter Sack. Ist er selbst ein alter Sack und die Jugend sagen, was will ich denn von dem hören? Ja? Und die anderen sind ja mit dem Alter auch schlauer geworden und haben dann auch manchmal ihren Geschmack geändert. Ja? Und ich meine, früher habe ich ja auch Rock gehört und heute höre ich auch sehr gerne Klassik. Also daher, zu meiner Zeit war er auch toll. Oder Pop, sagen wir mal so, ehrlich gesagt. Ja. Also daher, der Grund, warum man was macht, das musst du dir mehr reinziehen, finde ich. Really? Die Bevölkerung denkt das? Hast du dafür einen Beleg? Achso, hast du gar nicht belegt? Komisch. Dabei gab es doch neulich erst die große Ist Peter Altmaier rund und luftig Umfrage, bei der wir alle teilgenommen haben. Ich check es nicht. Warum kann dieser Journalist nicht einfach das Rückgrat haben, den Altmaier fett und hohl zu nennen, wenn er genau das sagen möchte? Oder Ben Watson schreibt, die Community ist sich einig, die Forderung von Horst Seehofer ist falsch. Ja? Wer ist denn die Community bitte? Als gäbe es so einen Rat der Weisen für Internetnutzer, der das so entschieden hat. Ihr kennt solche Artikel wahrscheinlich. Solche Formulierungen wie, die Community ist sich einig, viele sind empört, die Netzgemeinde findet. Kann man über alles und jeden immer sagen. Viele kritisieren etwas, kann ja heißen, 5 Millionen kritisieren etwas oder 20. Und die findet man halt immer. Also, wir haben in diesem Kapitel gesehen, dass Verschwörungsideologen sich gern hinter Konjunktiven und ich frag ja nur verstecken. Leider konnten wir aber auch feststellen, dass ganz ähnliche Techniken gar nicht so selten in der etablierten Presse vorkommen. Und wieder, natürlich macht es einen Unterschied, ob man diese Techniken benutzt, um gegen demokratische Strukturen oder wissenschaftliche Erkenntnisse zu hetzen, oder ob man diese Techniken aus Fahrlässigkeit benutzt, weil man vielleicht ein paar mehr Klicks und ein bisschen mehr Cash möchte. Oder auch, weil man vielleicht fälschlicherweise glaubt, dass man beim guten Journalismus die eigene Meinung verstecken müsste. Das ist verschieden problematisch. Aber wenn Journalistinnen und Journalisten diese Techniken benutzen, dann sorgen sie schon dafür, dass manche Leser die Inhalte dann eher in Frage stellen. Ich meine, hattet ihr das noch nie, dass ihr irgendwo eine Headline gelesen habt, die ganz spannend klang und ihr habt euch gedacht, da brauche ich eigentlich gar nicht draufklicken, das ist wahrscheinlich eh Quatsch. Und das ist eben ein Nebeneffekt, der gar nicht so geil ist und den wir uns vielleicht ein bisschen mehr vor Augen halten sollten. Und auch hier nochmal die Anmerkung, nicht alle Zeitungen benutzen sowas gleich oft. Verschiedene Zeitungen haben eine unterschiedliche Qualität. Ein pauschales Urteil über die Medien oder die Presse ist so, wie wenn man pauschal über die YouTuber spricht. Denn das gibt es ja so nicht. Das sind grobe Bezeichnungen für tausende Menschen, die alle ganz unterschiedlich sind. Und wie unterschiedlich die Zeitungen sind, das verdeutlichen wir im nächsten Part. Jeder in meinem Umfeld, und ich glaube auch viele von euch, haben mal folgende Erfahrung gemacht. Man liest irgendeinen Zeitungsartikel über ein Thema, mit dem man sich zufällig sehr gut auskennt, und dabei stellt man fest, warte mal, so stimmt es doch gar nicht. Und jetzt ist dabei natürlich total egal, ob mal 10% von euch diese Erfahrung gemacht haben oder 50% oder 80%. Fest steht, das ist nicht gut. Denn dadurch bekommt man so ein Grundmisstrauen. Schließlich fragt man sich, wie oft das denn vorkommt und ob das auch bei den Themen passiert, bei denen man sich jetzt nicht so auskennt, um das direkt zu entdecken. Aber ein hohes Maß an Vertrauen in die seriöse Presse ist unglaublich wichtig. Das habe ich, glaube ich, schon genug begründet. Also je häufiger solche Fehler in der Berichterstattung passieren, desto eher sinkt das Vertrauen bei allen und desto mehr profitieren davon wieder Hetzer und Verschwörungsideologen. Jetzt wäre es natürlich easy, hier einfach random Beispiele von irgendwelchen Fehlern in der Presse zu zeigen, aber damit hätte ich nichts gezeigt, denn Fehler machen wir alle. Die Frage ist also nicht, ob Zeitungen Fehler machen, denn das ist ja klar, sondern die Frage ist, wie oft steht in der Zeitung etwas faktisch Falsches? Um diese Fragestellung geht es in diesem Part und um das rauszufinden, muss man fact-checken. Viel fact-checken. Ja. Und jetzt macht es natürlich keinen Sinn, dass ich irgendwie fact-checke bei Themen wie Wirtschaft oder Klimaschutz, wo ich nicht so der derbste Experte bin, dass ich sofort jeden Fehler sehe. Wo also es ist wichtig, dass ich mir ein Thema rausgepickt habe, bei dem ich so tief drin bin, dass mir Fehler sofort auffallen. Naja, und das Thema, bei dem ich am meisten drin bin, bin natürlich ich selbst. Also ich weiß ja, wann ich wo war und wo ich was gesagt oder getan habe. Also haben Lisa aus meinem Team und ich alle Artikel von diesen Zeitungen gesucht, die 2019 rauskamen und das Wort Rezo enthalten.
Das waren über 1700 Stück. Die sind wir dann händisch alle durchgegangen und haben erstmal alle Artikel aus der Statistik entfernt, in denen ich nur so als Randnotiz in einem Satz mal kurz vorkomme. Also wenn ich zwar genannt werde, aber es geht in dem Artikel gar nicht um einen Sachverhalt, der mir so nahe ist, dass ich direkt Fehler sehen würde, dann macht es ja keinen Sinn. Damit waren immer noch über 400 Artikel übrig. Und die haben wir dann aufmerksam und ordentlich gelesen und alle gefact-checkt. Und all das haben wir auch ganz transparent in einer sehr langen Excel-Tabelle für euch aufbereitet. Das ist eine lange Liste und da steht dann, wenn ein Artikel eine faktisch falsche Behauptung enthält. Und auch immer mindestens ein Beispiel davon, damit das gut belegt ist. So kann jeder die Ergebnisse nachvollziehen und sogar nachprüfen. Das finde ich halt unglaublich wichtig an so einer Stelle. In der Tabelle ist auch nochmal ganz ausführlich definiert, was alles als Falschaussage zählt, beziehungsweise viel wichtiger, was alles nicht als Falschaussage zählt. Zum Beispiel Falschaussagen in Zitaten zählen nicht oder Bewertungen zählen nicht oder Konjunktive, der Mond könnte aus Käse sein, zählt auch nicht. Die meisten Sachen zählen also gar nicht dazu, es zählen ausschließlich Tatsachenbehauptungen, die faktisch falsch sind. Und damit ihr wisst, wie das so bewertet wurde, hier jetzt ein paar Beispiele für Falschbehauptungen. Es gab natürlich so grundsätzliche Eckdaten, die falsch sind. Also zum Beispiel, dass ich Student sei, obwohl ich das längst nicht mehr war. Oder dass ich ein Musikstudium mit dem Master abgeschlossen hätte, was ich halt nicht habe. Und es sind zwar ärgerliche Fehler, aber immerhin noch verhältnismäßig harmlos. Aber es wird schnell kritischer, wenn echt wacke Behauptungen über eine gesamte Branche verbreitet werden. Denn laut manchen Zeitungen gehört es zwangsweise für professionelle YouTuber dazu, sich zu verstellen. Und die meisten Reaction-Videos auf YouTube sind insgeheim sowieso nur gespielt. Macht ja auch Sinn. Schließlich inszenieren Figuren wie ich unsere Authentizität nur. Alles ein großes Fake-Schauspiel. Solche allgemeinen Aussagen sind natürlich völliger Bullshit. Ich glaube, ich brauche ja auch nicht erklären, dass nicht jeder YouTuber fake ist und jede authentische Wirkung inszeniert. Also wilde Behauptungen über, ey, das ist alles nur inszeniert, aufzustellen, ohne jeglichen Beleg, das können nicht nur Aluhutträger. Und speziell zu mir gibt es auch in der seriösen Presse eine Menge Verschwörungserzählungen. Insgeheim hätte ich ein PR-Team und ich hätte mehrere Mitarbeiter damit beauftragt, über Klimaberichten zu brüten. Und ich zeige TJ nur, weil alles selbstgemacht wirken soll, obwohl eigentlich eine ganze Bearbeitungsmaschinerie hinter mir steht. Auch das sind natürlich Unwahrheiten. Ich hatte nie ein PR-Team und ich hatte auch nur TJ mit Recherchen beauftragt. Das übrigens nicht mal bezogen auf den Klimapakt. Aber egal. Es existiert natürlich auch keine Bearbeitungsmaschinerie und ich zeige TJ nicht, weil alles selbstgemacht wirken soll, sondern weil der Dude die letzten 2 Jahre fast täglich bei mir zu Hause war, wir auch neben der Arbeit befreundet sind und abhängen und er sogar mal wochenlang bei mir gewohnt hat. Also liebe FAZ und Süddeutsche, nur weil ihr euch das nicht vorstellen könnt, heißt das doch nicht, dass ihr euren Lesern irgendwelche Märchen erzählen solltet, die ihr nicht mal belegt und auch gar nicht könntet, weil man Bullshit nicht belegen kann. Und es gab noch viele weitere Falschbehauptungen über wahre Hintergründe. Die FAZ behauptet, ich musste mein CDU-Video unternehmerisch und finanziell abwägen, weil das ja alles nur eine Fassade ist und ich insgeheim genau kalkuliere. Und gibt es diesmal irgendwelche Belege? Nein. Ist es die Unwahrheit? Ja! Ich habe bei keinem meiner Recherchevideos bisher abgewogen, ob ich irgendeine Kohle wieder reinbekomme oder irgendwas kalkuliert. Ich mache halt, was sich richtig anfühlt. Sorry! Und es wäre völlig fein für mich, wenn diese FAZler für ihr Leben und ihre Zeitung entscheiden, immer alles unternehmerisch und finanziell zu kalkulieren und um als Prinzipien zu handeln. Aber behauptet doch nicht die beleglose Unwahrheit, dass ich das auch tun würde oder sogar müsste. Auch sehr schön. Aus idealistischen Motiven, so lautet die Erzählung, habe der freundliche Junge mit den blau gefärbten Haaren in einem handgebastelten Video seine politische Meinung zur Europawahl verkündet. Die Fakten sind anders. Nee, Fokus, das sind genau die Fakten. Also bis auf, dass ich ein Junge bin, weil ich ein erwachsener Mann mit Masterabschluss bin und mich auch nie anders dargestellt habe. Aber sonst, blau gefärbte Haare, check, politische Meinung verkündet, check, aus idealistischen Motiven, check, mit handgebasteltem Video, ja, zu zweit bei mir zu Hause drehen und schneiden, viel handgebastelter geht wohl kaum. Und in diesem Beispiel finde ich es besonders auffällig, dass die verbreitete Unwahrheit im Fokus ohne jeglichen Beleg stur als Fakten bezeichnet werden. Ich halte das für sehr kritisch, weil es leichtfertig die Linie zwischen wirklichen Fakten und diesen ausgedachten Falschbehauptungen für die eigenen Leser verwischt. Diesen Move, sich alternative Fakten zu bauen und einfach zu glauben, das ist jetzt so, kennt man ja auch eigentlich sonst eher von Verschwörungsideologen oder anderen sympathischen Zeitgenossen. Eine weitere Sache, über die ganz viele Zeitungen ihre Leser falsch informiert haben, war meine Gesprächsbereitschaft.
Zum einen gegenüber anderen Medien, dessen Einladung über Politik und Social Media zu sprechen ich angeblich mal abgelehnt hätte. Oder auch, dass der Böhmermann-Auftritt von mir das einzige Interview war, was ich gegeben hätte. Und zu diesem Zeitpunkt hatte ich eigentlich schon längst ganz viele Interviews gegeben für Zeitungen und fürs Fernsehen. Die meisten davon sogar ganz ausführlich am Telefon oder auch persönlich. Zum anderen wurde gesagt, ich hätte Bedingungen aufgestellt, um mit der CDU grundsätzlich Meinungen auszutauschen oder Gespräche zu führen. Und das Wackste an diesen Artikeln ist, dass sie sich alle auf ein Statement von mir beziehen, indem ich explizit sage, dass ich bereits in Kontakt mit Politikern aus der CDU stehe, um Meinungen auszutauschen und diese Gespräche auch weiterhin führen möchte. Also ich hau ein Statement raus, indem ich sage, dass ich Gespräche mit Politikern führe und das weiterhin tun möchte und meines Austausch wichtig ist. Und Zeitungen sagen ihren Lesern genau das Gegenteil. Und obwohl ich echt viel Kontakt mit dem Generalsekretär der CDU hatte, wurde sogar behauptet, ich würde ihn ignorieren. Es gab zu diesem Themenkomplex noch eine Reihe anderer Unwahrheiten, wie zum Beispiel, dass ich mich angeblich mit dem CDU-Video erstmalig nicht über Belanglosigkeiten geäußert hatte, obwohl ich auch davor mich öffentlich am politischen Diskurs beteiligt habe. Und ich weiß natürlich nicht, weshalb diese Falschbehauptungen so passiert sind, ob das jetzt Fehler waren oder ob da eine Intention hintersteckt oder so. Aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass es in Teilen auch daran lag, dass ein Autor seinen Lesern so das Märchen vom Rezo erzählen wollte, der sich vor Konfrontationen drückt und nicht am Austausch oder am Diskurs interessiert ist oder so. Denn genau das wurde auch gar nicht so selten so behauptet. Und zuletzt, um hier mal die Beispiele von Falschbehauptungen abzuschließen, natürlich gab es sehr viele Journalistinnen und Journalisten, die ihre Leser davon überzeugen wollten, wie hot ich auf Zerstörung bin. Laut Zeitung will ich zerstören, zelebriere Zerstörung, zerstöre selbst, möchte Zerstörung erreichen, verspreche Zerstörung, rufe zur Zerstörung auf, zerstöre nach eigenen Angaben, komme meinem eigenen Ziel der Zerstörung näher und so weiter und so weiter. Ja, das ist auch das, was ich dir gesagt habe, oder was ich gesagt habe, dass da so ein wirtschaftliches Interesse ist und die CDU ist ja ein Garant für wirtschaftliche Interessen, so wie es aussieht. Und die wirtschaftlichen Interessen haben vielleicht auch einen Sinn. Nur, dass keiner, der da in der Politik ist, sich die Mühe macht, der Sache zu überblicken. Nur weder die einen noch die anderen. All diese Presseleute haben auch hier die Unwahrheit behauptet. Und das Peinlichste ist, dass sie diesen Fehler nicht gemacht hätten, wenn sie minimal recherchiert hätten. Man hätte dafür literally nur 1,5 Minuten mein Video gucken müssen, denn direkt am Anfang sage ich explizit, nicht weil ich aktiv versuche, jemanden zu zerstören. Okay, wir haben jetzt einige Beispiele von faktischen Falschbehauptungen gesehen und die auch direkt als solche entlarvt. Jetzt sehen wir uns die Falschbehauptungsquote an, also wie hoch ist der Anteil der Artikel, die solche Falschbehauptungen enthalten. Die gesamte Tabelle mit den über 1700 Artikeln und allen relevanten Infos und Stats ist natürlich in dem Quellendokument verlinkt. Transparenz, wichtig. Und die gesamte Auswertung sieht so aus. Also in 2/3 der FAZ-Artikel über mich sind Falschbehauptungen. Beim Spiegel sieht es mit 14% verhältnismäßig gut aus. Und es fallen direkt zwei Sachen auf. Erstens, natürlich ist es unmöglich, völlig fehlerfrei zu sein. Wir alle machen Fehler und auch in meinen Videos waren natürlich schon Fehler drin. Aber insgesamt, come on guys, hier ist wirklich Luft nach oben. Zweitens, es gibt natürlich massive Unterschiede zwischen den Zeitungen, aber man muss sich auch vor Augen halten, dass das jetzt natürlich keine absolute Metrik für die Qualität einer Zeitung ist. Zum einen liegt es daran, dass Zeitungen verschiedene Inhalte haben. Bei Regionalzeitungen ist es zum Beispiel oft so, dass sie irgendwelche trockenen Agenturmeldungen copy-pasten, in denen jetzt nicht groß so eine Meta-Einordnung oder eigene Behauptung drin vorkommen, sondern in erster Linie viele Zitate. Da kannst du halt gar nicht so mega viel falsch machen. Und solche Artikel, die vorwiegend aus Zitaten bestehen, haben auch ohnehin eine viel kleinere Fehlerquote. Zum anderen sind diese Zahlen keine absolute Metrik für die Qualität, weil nicht jede Falschbehauptung gleich schlimm ist, hier aber gleich gezählt wird. Also wenn eine Zeitung Fehler macht und mir einfach den falschen Studiengang zuweist, dann ist das natürlich nicht so schlimm, wie wenn eine andere Zeitung sich Fake-Geschichten über geheime PR-Teams ausdenkt. Trotzdem sieht das in den Stats hier erstmal gleich aus. Und letztlich ist das hier auch kein absolutes Maß über die Qualität, weil wir eben nur hunderte Artikel ausgewertet haben. Das ändert aber alles nichts daran, dass Tendenzen sehr klar zu erkennen sind und das natürlich eine gewisse Aussagekraft hat.
Nach der Statistik sind FAZ, Bild und Welt die unglaubwürdigsten Quellen. Und es könnte gut sein, dass der Spiegel hier so gut abschneidet, weil er eben eine eigene Dokumentationsabteilung hat. Die machen den ganzen Tag nichts anderes, außer Fact-Checken, bevor die Texte halt rausgehen. Und fast keine andere Zeitung hat sowas. Und die Öffentlich-Rechtlichen sind ja in diesem Video überhaupt kein Schwerpunkt. Trotzdem wollte ich an dieser Stelle mal zwei Kandidaten reinnehmen, einfach zum Vergleich. Und die sind ziemlich positiv aufgefallen. Der WDR hat sich nicht groß aus dem Fenster gelehnt und nur Sachen gesagt, die stimmen. Und auch bei der Tagesschau war die Quote sehr, sehr klein. Also wenn ich irgendwen von euch mal sehe, wie er Öffentlich-Rechtliche basht, hagelt es Kopfnüsse. Okay, Öffentlich-Rechtliche sind super. Ja, aber finde ich auch. Sind super. Also, diese Statistik, die mich wirklich ein paar Tage Arbeit gekostet hat, hat schon eine gewisse Aussagekraft. Und wie gesagt, haben da ganz viele Aspekte, mit denen Leser fehlgeleitet werden können, nicht mal reingezählt. Framing zum Beispiel hat da auch nicht reingezählt. Also, wenn eine Zeitung zum Beispiel schreibt, dass meine Videos von einem professionellen Team gedreht werden, dann stellt man sich wahrscheinlich eher das hier vor, obwohl die Wahrheit das hier ist. Aber faktisch gesehen ist es keine falsche Aussage. Auch Falschbehauptungen außerhalb von Artikeln habe ich nicht in die Statistik hinzugezählt. Wenn ein Fokusredakteur zum Beispiel Falschbehauptungen über mich auf Twitter postet, dann hat das nicht gezählt. Und in einem Fall hat sogar der FAZ-Innenpolitikchef Verschwörungstheorie-Videos über mich verbreitet. Sogar von einem Kanal, der teilweise offenkundig schwulenfeindliche Inhalte raushaut. Im Tweet dazu behauptet er, Rezo würde keine Wahlwerbung machen wollen, aber für ein Werbekonzern tut er es dann doch. Und natürlich ist das jetzt Bullshit, aber wenn er schon mal bei der Unwahrheit ist, haut er direkt noch einen drauf und sagt danach, nein, von Wahlwerbung für ein Werbekonzern war nicht die Rede gewesen. Ja, doch, Jasper, das steht da und das geht auch nicht weg. Wen glaubst du hier verarschen zu können? Wir alle sehen, dass du mehrfach Bullshit behauptet hast. Und in einer Sendung Anfang des Jahres hat der gleiche FAZ-Dude direkt weitergemacht. Als er nämlich mit seinen Falschbehauptungen konfrontiert wird, sagt er Folgendes. Zum ersten Mal habe ich keine Verschwörungstheorien weiterverbreitet. Ich habe irrtümlich einen Beitrag eines auch YouTubers auf Twitter retweetet. Ach, er hat das gar nicht verbreitet, er hat das nur retweetet. Das ist halt auf mehreren Ebenen falsch. Zum einen ist Retweeten auch verbreiten, zum anderen hat er es nicht retweetet, sondern einen eigenen Post gemacht. Drittens hat er diesen Bullshit auch selbst aktiv geschrieben und behauptet. Und viertens war es natürlich ein Verschwörungstheorie-Video. Also Leute, und da muss ich sagen, das ist meine Generation, ja, vielleicht ist er noch ein bisschen älter, dieser Typ, dass wir total Lutscher sind. Ja, danke, Rezo. Ich meine, ich komme damit klar. Ich meine, ich weiß, wie meine Dudes sind. Ich war mit denen in der Schule und ich hab gesehen, wie die geschielt haben, die Jungs. Aber gut, weiter geht's. Ich meine, in dem Video hat jemand behauptet, dass meine Videos insgeheim gar nicht meine seien und ich mit anderen Leuten unter einer Decke stehen würde, die mich dafür bezahlen würden. Jasper, das ist eine Verschwörungserzählung. Was denn sonst? Und dann stellt er sogar noch eine Frage. Wenn man sich in der Tat fragt, warum, sagt Rezo selbst, er wolle einen politischen Beitrag nicht senden, weil er Angst davor hat, Leute manipulieren zu können und macht dann genau das. Das gibt einem zu denken. Ja, Jasper, das gibt dir zu denken und ich kann dir das auch erklären, weil ich das nie gesagt habe. Du hast diese Behauptung einfach erfunden. Ich habe nie gesagt, dass ich keine politischen Beiträge machen würde. In deinem Kopf vielleicht, aber halt nicht in der Realität, wo sich der Rest von uns aufhält. Der hat ein PR-Team, mein Freund. Das habe ich ihm gesagt, dass er sagen soll. Das kann auch keiner prüfen in dem Moment, wo er das sagt. Ja, das ist ein Vorteil einer Talkshow, weißt du? Die Leute können nicht in einer halben Minute rausfinden, ob das stimmt, was der gesagt hat. Nur sagen, was er schon mal gesagt hat. Und schon jemand, wenn das jemand, der andere, also sah ja so aus, als hätte er ja Ahnung gehabt, der dabei gesessen hat. Aber das konnte er bestimmt nicht widerlegen, weil der Typ, ja, man kann ja auch nicht alles recognizen, ne? Und genau das hat die PR-Gruppe gesagt, ja, das musst du sagen, das kann dir, da kann dir keiner ans Bein pinkeln. Kannst du doch. Danke, Rezo, das hast du gut gemacht. Und genau das ist in diesem Part auch genau der Knackpunkt. Wenn ein Innenpolitikchef der FAZ Verschwörungserzählung raushaut, sich dabei auf demselben Recherchelevel wie die ganzen Verschwörungsideologen aufhält und das in keiner Form und Art aufarbeitet, ja, dann sinkt nicht nur seine Glaubwürdigkeit massiv und dauerhaft, sondern eben auch die seiner Kollegen. Und wenn sich keiner bei dieser Zeitung von diesem Verhalten öffentlich distanziert, dann kann ich es doch niemandem übel nehmen, wenn man dieser Zeitung grundsätzlich viel weniger Vertrauen schenkt. Wäre ein plausibler
Schluss. Aber eben auch ziemlich kacke, weil da auch gute Leute arbeiten, die damit genauso abgestraft werden. Und das Gleiche gilt auch für die anderen Zeitungen. Wenn ihr reine Verschwörungsspekulationen über heimliche Hintermänner verbreitet, wenn ihr Falschbehauptungen raushaut, egal ob große Fails über geheime Bearbeitungsmaschinerien oder ärgerliche Fehler aufgrund von mangelnder Sorgfalt, dann werdet ihr weniger ernst genommen. So unnötigen Scheiß kann man sich in dem Ausmaß doch wirklich sparen. Denn das verlorene Vertrauen trifft nicht nur die Journalisten, die das jeweils geschrieben haben, sondern eben auch die ganze Zeitung bzw. die ganze Branche. Und das ist so kacke, weil es wieder dazu führt, dass Menschen ein Grundmisstrauen gegenüber der seriösen Presse entwickeln und leichter in die Arme von Hetzern und Verschwörungsideologen getrieben werden. Und die sind nämlich in ihrer Qualität und Sorgfalt so unterirdisch, dass das niemals eine gute Alternative ist. Also, Journalisten besser machen. Aber auch der ganz klare Appell an alle Zuschauer. Ja, Journalistinnen und Journalisten machen Fehler. Mach ich auch. Passiert. Aber ich kenne so viele, die krass gut arbeiten, vor denen ich unfassbaren Respekt und Hochachtung habe, weil sie derbe abliefern, die so sacksmart sind, dass ich aus dem Staunen nicht mehr rauskomme und die einfach einen guten Job machen. Ja. FAZ, Bild und Welt sind maybe nicht die glaubwürdigsten Quellen. Okay, dann klickt das halt weniger an, ist ja in Ordnung, aber schmeißt nicht die anderen Zeitungen in denselben Topf. Wie ihr gesehen habt, gibt es sichtbare Unterschiede. So, und im nächsten Part gucken wir uns abschließend den Umgang mit Quellen an. Okay, lasst uns über Belege reden. Ich möchte erstmal kurz die Frage klären, wann es überhaupt wichtig ist, einen Beleg anzuführen. Meiner Ansicht nach ist das vor allem von zwei Faktoren abhängig. Erstens ist die Aussage gravierend, also hat sie überhaupt eine relevante Auswirkung zur Informationsbildung. Und zweitens ist es easy und eindeutig nachprüfbar. Wenn jemand sagt, Haribo wird 50 Jahre alt, dann ist das nicht wirklich gravierend und es ist auch easy und eindeutig nachprüfbar, weil ich kann direkt googeln und kriege auch nur eine Antwort dazu. Hier ist also für mich ein Beleg jetzt nicht unbedingt wichtig. Aber wenn man sagt, Jens Spahn trifft sich häufig mit Bill Gates, jetzt sind wir wieder bei Verschwörungsideologen, dann ist das sowohl gravierend, weil wie wäre das wichtig, und zweitens ist das überhaupt nicht nachprüfbar. Ich kann zwar über Google relativ schnell rausfinden, dass die sich mal getroffen haben, aber doch nicht, dass sie sich ständig treffen. Insofern, wenn man so eine Aussage macht, dann hat man die zu belegen. Und wie ihr euch vorstellen könnt, hat dieser Verschwörungsideologe, der das gesagt hat, das natürlich nicht belegt. Aber es ist nicht so, als würden Verschwörungsstudies, was Belege angeht, nur in der Hinsicht verkacken, dass sie gar keine Belege angeben. Auch, ja, hatten wir ja auch schon ein paar Beispiele für und da gibt es natürlich noch eine ganze Menge mehr, aber die sind so schlecht im Recherchieren, dass die manchmal Quellen angeben, die ihrer Behauptung direkt widersprechen. Erinnert ihr euch an dieses Bill Gates finanziert zu 80% blablabla vom Joker vorhin? Da hat der Typ eine Quelle zu verlinkt, die halt nur was ganz anderes gesagt hat, nämlich, dass das halt nicht so ist. Im selben Video behauptet er, dass Bill und Melinda Gates Medien gekauft hätten und belegt das mit Quellen, aus denen das auch gar nicht hervorgeht. Stattdessen stehen in der Quelle Zahlen, die zeigen, dass die Gates-Stiftung an zwei deutsche Zeitungen jeweils einen Betrag von unter 1% deren Jahresumsatzes gezahlt hat. Und das auch nicht, um die zu kaufen. Weil wie willst du auch was kaufen, wenn du nicht mal 1% vom Jahresumsatz zahlst? Der Unternehmenswert ist ja nochmal viel höher. Sondern uns mit einer Spende zweckgebunden zu unterstützen, damit sie über globale Gesundheits- und Entwicklungsarbeit aufklären. Und im selben Video behauptet er auch, dass in einem Gesetz stehen würde, dass die Unversehrtheit des Körpers und der Wohnung nicht mehr garantiert wird. Und er gibt als Quelle natürlich kein Gesetz an, sondern eine Formulierungshilfe für einen Entwurf für ein Gesetz. Und da steht das nicht mal im Ansatz irgendwo drin. Die haben sogar einen Satireartikel, in dem explizit steht, dass er nicht ernst gemeint ist, nicht mal als Satireartikel erkannt. Also wenn die so scheiße im Recherchieren sind, dass sie das alles ständig verkacken, wie sollen die denn die große Weltverschwörung wieder aufklären? Okay, wir hatten jetzt zum einen den Fail, dass man gar keinen Beleg angibt. Zum anderen den Fail, dass man zwar einen Beleg angibt, aber da steht was ganz anderes drin, vielleicht sogar das Gegenteil. Und jetzt zuletzt kommt noch der Fail, dass man wacke Quellen angibt. Wenn ich zum Beispiel sage, die Sonne ist kalt, hat mir so ein Dude auf der Straße gesagt, dann ist das ein Verweis, woher ich die Information habe. Es ist aber kein Beleg für die Aussage. Sowas als Quelle anzuführen, ist absolut Banane. Und auch hier wundert es nicht, dass Verschwörungsgläubige auch diese Wackness hervorragend bedienen. Hier der Kollege hat zum Beispiel behauptet, dass man nach wenigen Tagen Schutzmaske tragen bereits gesundheitliche Schäden wie Lungenprobleme bekommt. Und belegt hat er das damit, dass das irgendwelche Leute in seiner Telegram-Gruppe gesagt haben. Wow. Der Typ, der sieht so aus wie Donald Trump. Hast du, das ist auch ein sonnenbankgebräunter Kerl, ne? ja.
sorry. Aber nicht nur irgendwelche Leute, darunter war auch ein Arzt. Sogar ein Fernseharzt. Hat er jedenfalls gesagt, auf Telegram. Er war mal sogar Fernseharzt vor Jahren bei diversen Fernsehsendern. Er wollte bloß nicht genannt werden, aber seine Stimme und sein Vorname wurde gezeigt und gebracht. Leute, der braucht tolle. Ja, Leute, wenn er das sagt, dann wird das wohl stimmen. Aber hier, dieser Ken Jebsen, der kann das auch. Der sagt, dass er seine Behauptung genau weiß, weil er auch sagt, dass er mit Julian telefoniert hat. Und Julian ist der Sohn von Ilse Scholl. Und die ist ja die Schwester von den Geschwistern Scholl. Ja, wenn das so ist, ich hatte schon Zweifel an den Aussagen. Aber jetzt, wo ich weiß, dass er mit Julian telefoniert hat, ja, dann muss doch alles klar sein. Das ist zum einen natürlich kein Beleg für irgendwas und zum anderen sogar ein bisschen peinlich, weil Ilse Scholl eigentlich Inge Scholl heißt. Guck mal. Beleg. Und wenn wir uns jetzt den seriösen Journalismus wieder angucken, können wir zum Glück feststellen, dass die ganz, ganz selten auffallen, damit dass sie irgendwie wacke Quellen benutzen oder Quellen benutzen, in denen eigentlich das Gegenteil drin steht oder so. Das passiert nur in Ausnahmefällen. Also klar, gibt es auch hier wieder vereinzelt Kandidaten, die das verkacken müssen. Und ein Beispiel davon müssen wir uns ganz kurz angucken. Nach einem Angriff auf einen Politiker wurde ein Text auf einer Internetseite veröffentlicht, auf der jeder alles anonym posten kann. Und in dem Text stand halt grob drin, yo, hallo, ich bin eine Antifa-Gruppe, wir waren das hier mit dem Angriff. Und die Welt schreibt daraufhin erstmal, dass das auch wirklich eine Antifa-Gruppe war. Weil, stand da ja, das ist natürlich auf exakt demselben Level, wie in der Telegram-Gruppe hat jemand gesagt, dass er Arzt ist, deshalb ist er Arzt. Und obwohl dieser Antifa-Fail von verschiedenen Seiten längst aufgearbeitet wurde, unter anderem, weil auf dieser Website, wo der Text erschienen ist, eben schon mehrfach offensichtliche Fake-Bekennerschreiben der Antifa aufgetaucht sind, steht bei der Welt bis heute, dass das eine Antifa-Gruppe war. Hey, psst, guck mal, liebe Weltjournalisten, ich habe den Brief bekommen. Vom Weihnachtsmann. Da steht drin, dass ihr weniger Süßigkeiten und Vertrauen bekommt, bis ihr anfangt besser zu arbeiten. Und der ist auch wirklich vom Weihnachtsmann, weil das steht da ja. Aber auch hier, solche Fails kommen bei den meisten Journalistinnen und Journalisten nicht vor, weil die einen viel höheren Anspruch an die Belegbarkeit ihrer Aussagen haben. Aber trotzdem muss die etablierte Presse sich in einer Hinsicht, was Belege angeht, deutlich verbessern. Nämlich sie anzugeben. Klar, bei Print kann man das nicht so gut, verstehe ich. Aber bei einem Online-Artikel kann man doch die Links drin haben. Und klar, früher hat man das nicht so gemacht, aber Zeiten ändern sich. Die Ansprüche, Bedürfnisse und Fähigkeiten der Leser haben sich die letzten 10, 20 Jahre stark verändert. Viele Menschen wollen nicht einfach nur hören, wie es ist, sondern im Zweifel eben auch nachvollziehen können, woher diese Information stammt und wie sie genau aussieht. Also Transparenz, wie man überhaupt zu seinen Behauptungen kommt, ist... Wir wollen auch wissen, dass dann, also dass jemand die Möglichkeit hat, den Faktencheck auszuüben. Und das finde ich auch gut von dir. Das wird sich ändern. Also ich bin, glaube ich, ein gutes Beispiel für. Ich bin 50 Jahre alt. Ich habe das Internet kam bei mir ins Leben. Da war ich schon weit erwachsen und hatte gerade studiert gehabt oder am Studieren gewesen. Und daher, Leute, da wird Ähnliches passiert mit dem Journalismus, da bin ich mir ziemlich sicher, wie das, was Billiglohnländer mit der sonstigen Wirtschaft schaffen. Also Leute, wenn ihr da, ihr müsst, also liebe Journalisten, ihr müsst da besser werden. Ihr müsst euer professionelles Handeln mehr, das heißt, ihr müsst mehr Expertise schaffen, sonst wird hier untergehen. Und da sind ja schon eine ganze Menge, die umgefallen sind. Sieht ein bisschen so aus bis jetzt, dass die Qualitätspresse jetzt im Moment mehr drunter leiden muss, als wie die, wie heißt die, blaue Lieder, rosa Presse, Kartonpresse, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass da die Leute jetzt ein bisschen AfD geübt sind, wird das ein bisschen in die falsche Richtung gehen und das wird euch nicht gefallen. Und die jungen Leute sind auch schlauer, cleverer, haben ihre junge Zeit, also da, wo sie geistig am leistungsfähigsten sind, mit mehr Input, Informationsinput gearbeitet, wie das unsere Generation und die Generation, die derzeit solche Verlagshäuser leitet,
Diese Generation wächst nach und wird die weniger reflektierten überleben. Ja? Genau, das ist das richtige Wort. Also Leute, das, was ihr hier vom Wieso erzählt bekommt, das ist ein freundlicher Hinweis. Das solltet ihr ganz ernst nehmen. Und das ist nicht, weil er was Böses will, sondern es solltet euch ein eigenes Interesse, ich meine, okay, es gibt ja auch Leute, die sagen, es gibt den Klimawandel, weiter geht's. Unglaublich wichtig geworden und wird übrigens auch von vielen anderen Medienschaffenden gut bedient. Zum einen gibt es Blogs wie Netzpolitik oder Volksverpetzer, deren Texte voll mit Belegen sind. Und zum anderen haben diesbezüglich auch viele YouTuber einen deutlich höheren Anspruch als Zeitungen. Unter den Videos dieser Kanäle findet man fast immer eine Liste von Quellen. Häufig wird dann im Video auch gezeigt, welche Aussage gerade zu welchem Beleg passt, so wie bei mir. Oder es wird ein ganz eigenes Dokument gemacht, in dem die Sätze des Videos nochmal durchgegangen werden und mit Quellen versehen werden. Also da tragen YouTuber auf jeden Fall dazu bei, das Journalismus-Game aufs nächste Level zu bringen. Und sich hier als etablierte Presse nicht abhängen zu lassen, sondern mitzuziehen, halte ich absolut für notwendig, weil es auch dabei helfen würde, die Glaubwürdigkeit wieder zu erhöhen. So, wir nähern uns langsam dem Fazit. Kurzer Shoutout an Übermedien, Bildblog und Zapp, deren großartige Arbeit mir bei meinen Recherchen extrem geholfen hat. Ich habe mich mit diesem Video total ins Fadenkreuz von zwei Gruppen gebracht, in deren Fadenkreuz man eigentlich nicht sein möchte. Zum einen haben wir eine Szene, in der sich sehr wütende und wacke Leute rumtreiben, die teilweise auch den Eindruck machen, als hätten sie jetzt nicht die größte Hemmung bezüglich Gewalt. Zum anderen könnte ich mit diesem Video ins Visier von ein paar der mächtigsten Influencer in diesem Land kommen. Leute, die mit ihrem Framing Millionen von Menschen beeinflussen und teilweise in der Vergangenheit bereits daran aufgefallen sind, mit Unwahrheiten und Verschwörungserzählungen gegen die Stimmung zu machen. Und darunter auch milliardenschwere Unternehmen, die praktisch unendlich viel Geld haben, mich zu stalken, zu belästigen, zu erpressen und auf rechtliche Konsequenzen wie Abmahngebühren total zu scheißen. Ich drücke mich mal so aus, es wäre nicht das erste Mal, dass solche Moves mir gegenüber abgezogen werden. In diesem Video haben wir gesehen, dass die teilweise sehr beliebten und verbreiteten Verschwörungstheorien gar keine Theorien sind. Stattdessen arbeiten Verschwörungsideologen unwissenschaftlich, irrational und belegen ihre Behauptung gar nicht. Wir haben gesehen, dass diese Leute, was Argumentation und Recherche angeht, keine wirklichen Skills haben, aber das ausgleichen, indem sie Tricks benutzen, um ihre Zuschauer zu manipulieren. Und wir haben gesehen, wie unfassbar gefährlich diese Verschwörungserzählungen sein können. Das Hauptproblem sind also die Leute, die solche Bullshit-Inhalte erstellen und diejenigen, die das auch teilen. Kurz an diese Leute. Ihr wollt keine Schäfchen sein, aber seid genau das. Ihr wollt skeptische Hinterfrager sein, aber seid weit entfernt davon. Neben diesem eindeutigen Hauptproblem gibt es aber große Missstände bei etablierten deutschen Medien und Zeitungshäusern. Missstände, die dafür sorgen, dass unnötiges Misstrauen gegenüber der seriösen Presse entsteht. Deswegen jetzt hier Message an die etablierte seriöse Presse. Auch ihr habt eine Verantwortung dafür, dass das teilweise verlorene Vertrauen in euch wieder gestärkt werden kann. Wenn reichweitenstarke Vertreter von euch Kampagnen gegen Wissenschaftler fahren, wissenschaftliche Ergebnisse mit irgendwelchen Tricks schlechtreden wollen und dafür dann von der Verschwörungsideologen-Szene abgefeiert werden, ist das nicht geil für die Situation. Wenn Kollegen nicht die Eier haben, ihre Meinung transparent zu äußern und die stattdessen dann hinter Fragen, Konjunktiven oder das ist die Meinung der Community verstecken, fühlt sich das nicht nach einem fairen und ehrlichen Umgang mit dem Leser an. Wenn eure Szene flächendeckend noch wirklich Luft nach oben hat, was faktische Sorgfalt angeht, was Anspruch an Belege angeht und teilweise Journalisten in hohen Positionen Verschwörungserzählungen raushauen, ohne dafür öffentlich von der eigenen Zeitung Gegenwind zu bekommen, dann schürt das das Grundmisstrauen, das die meisten von euch nicht verdient haben. Und zuletzt, wenn reichweitenstarke Instanzen in eurer Szene sich regelmäßig menschenfeindlich verhalten und damit nachvollziehbarerweise das Vertrauen von vielen Menschen in die etablierte Presse schwindet, dann müsst ihr euch abgrenzen. Denn nur, wenn das völlig klipp und klar öffentlich verurteilt wird, gebt ihr allen, die davon abgefuckt sind, und das sind einige, das klare Signal, dass ihr anders seid, dass eure Standards höher sind und dass ihr euch nicht so verhalten würdet. Denn wenn der Presse menschlich weniger vertraut wird, dann wird ja auch inhaltlich weniger geglaubt. Und das stärkt dann nicht nur die Verschwörungsideologen, sondern auch alle anderen zwielichtigen Parteien, Konzerne oder andere Menschengruppen, die mit Fakes, Desinformation und Bullshit den öffentlichen Diskurs manipulieren wollen. Und jetzt zu allerletzt die Message an euch, an alle. Wir haben alle eine Verantwortung, damit sich Bullshit und Unwahrheiten nicht einfach unkontrolliert verbreiten. Zum Beispiel auf seriöse Quellen und Belege zu achten.
oder sich bewusst auszuwählen, welche journalistische Arbeit man mit Klicks und Abos belohnen möchte und bei welcher vielleicht eher das Gegenteil gilt. Denn diese Fake-Geschichten von Verschwörungsideologen haben zigtausende, hunderttausende oder manchmal sogar Millionen von Views. Es sind nicht wenig Leute, die ihr Weltbild auf völligen Quatsch aufbauen. Und in einer Demokratie bedeutet das, dass dann auch irgendwann Politiker an die Macht kommen, die diesen Quatsch vertreten. Zum Beispiel, dass man Wissenschaftlern oder Journalisten eh nicht glauben kann, weil die lügen doch eh alle. Dann haben wir kein Konzept von Wahrheit mehr und befinden uns im Mittelalter, wo man Leute umgebracht hat, weil man dachte, die können zaubern. Hat wahrscheinlich jemand in der Telegram-Gruppe gesagt. Und dann stimmt das ja. Und wohin das führt, wenn genug Leute davon überzeugt sind, dass irgendeine Menschengruppe unter uns ist, die was Böses im Schilde führt, zum Beispiel eine Bevölkerung austauschen will oder so, haben wir in diesem Land schon mal erlebt. Wenn wir zu weit dahin abgedriftet sind, ist es zu spät. Selbst eine Minderheit, die Verunsicherung spreadet, Misstrauen sät und einfach alles destabilisiert, kann einigen Schaden anrichten. Also, denkt rational, checkt Quellen, belohnt die, die ihre Arbeit gut machen und verurteilt die, die ihrer Verantwortung nicht gerecht werden und ihre Macht missbrauchen. Peace, ich bin raus. Perfekt. Okay, oh, ja. Nächster, ich kann hier stoppen. Also, tschüss.